Ja, das letzte Mal ein fröhliches Hallo hier live aus dem Kellerstudio vom Erlacherhof am Berner Digitaltag. Es ist inzwischen Abend, wir haben schon gleich Endspurt. Und den Endspurt werden wir aber brauchen, um zu schauen, was ist eigentlich jetzt der Tag durchgelaufen. Und das ist nicht nur bei mir unten als Highlight passiert, sondern auch sonst im restlichen Erlacherhof. Und für das hat natürlich der Jonathan Gimmel, nochmal hier unten Leiter der Digitalstadt Bern, und der Brian Ruchti, einer von unseren heutigen Moderatoren, der mit einem mobilen Studio den ganzen Tag ist unterwegs war. Später kommt Jonathan Miriam Gantert, der im Moment noch im Festsaal moderiert. Ja, Jonathan, erste Eindrücke von diesem Tag, die Sonne geht schon. Was können wir darüber sagen? Ja, ich glaube, wir sind antreten mit einem Versprechen, nämlich, dass wir der Spin vom letzten Jahr aufnehmen, der dazu soll dienen, dass die Bevölkerung, die interessierten Kreise, die Politik, die Medien sollen dürfen teilhaben an den zentralen Fragen der Digitalisierung. Die sind heute diskutiert worden. Und ich glaube, es hat hier eine Veränderung gegeben. Das freut mich natürlich. Es gibt wie eine Entwicklung drin. Natürlich, wenn ich jetzt nur das schaue von heute, sehe ich das nicht. Aber es hat wie an Relevanz und an Gehalt gewonnen. Und das zeigt doch, dass Diskussion sich eben lohnt. Ich habe wahnsinnig Freude, ich muss auch sagen, sehr bunten Strauß heute erlebt habe. Ich habe fast alles gehört und bin von fast allem eigentlich begeistert. Also ein toller Tag. Wunderbar. Brian Ruchti, du bist unterwegs mit dem mobilen Studio. Was hast du für Eindrücke gesammelt und wie sind die Leute auf dich zukommen und was haben die gefunden? Ich habe nicht nur Eindrücke gesammelt, sondern vor allem Schritte gemacht. Wenn ich meine Uhr anschaue, dann habe ich mein Schrittziel von 10'000 habe ich erreicht. Nein, es war sehr spannend. Ich habe extrem viele verschiedene Leute kennenlernen, an extrem vielen verschiedenen Orten. Es war ein extrem dynamischer Tag für mich. Angefangen unter anderem mit dem Jonathan und mit dem Roberto Capone, wo wir noch den Remo Appenalp hatten, der unser Gespräch zeichnerisch dokumentiert hat. Das war für mich sicher ein Highlight, weil es einfach auch, weißt, rein im Rahmen der Gesprächsführung mehr Möglichkeiten mir hat gegeben. Das müsst ihr unbedingt nachschauen, wenn ihr es nicht habt gesehen. Also der Remo Appenalp, Jonathan, ich glaube, du gibst mir recht, das war extrem spannend, wie der die Essenz irgendwie hat ausgearbeitet von unserem Gespräch. Und das Gespräch an sich war für mich auch wichtig, weil es mir hat aufgezeigt, was der Jonathan schon gesagt hat, dass etwas ist passiert. Oder? Ich bin ja nicht Teil von der Administration von Stadt Bern. Ich komme einmal im Jahr, eigentlich ähnlich wie du, daher. Genau. Und dann reden wir über Digitalisierung in unserer Stadt. Und was ich gemerkt habe, oder? Die Stadt ist weiter als vor einem Jahr. Und das macht mich als Bürger auch stolz. Dass ich merke, dass, wenn ich heute mit Jonathan und mit Roberto rede, dass Sachen, die wir letztes Mal theoretisch ja diskutiert, diesmal schon einfach passieren mit Smart City Bern, mit Sensoren, die überall verteilt sind, damit man weiss, wenn das Altglas-Container voll ist, eine App, die sie entwickeln, Partizip Bern. Das finde ich alles extrem spannend und ich merke, dass etwas passiert. Oder? Und das hat mich diesmal oder dieses Jahr viel konkreter gedacht. Als letztes Mal. Und ich meine, ich habe das Skript mit 20 Seiten. Ich könnte jetzt jedes einzige Gespräch könnte ich erzählen, was spannend war. Ich komme dann noch darauf zurück. Es war kein langweilig, aber es ist wiederum inspirierend. Und ich habe vorhin mit dir noch geredet, wie es dir geht. Und ich sehe es auch so. Wir haben beide extrem viele Gespräche gehabt mit extrem vielen verschiedenen Leuten zu extrem vielen verschiedenen Themen, wo man ja auch sieht, dass die Digitalisierung eigentlich unser Leben bestimmt, und zwar in jedem einzigen Szenario, das unser Leben halt mittlerweile hat. Und darum werden wir in 10 Jahren auch nicht mehr über Digitalisierung reden, sondern wiederum einfach über Schule. Und da ist Digitalisierung zum Beispiel klar, dass in Schule mit digitalen Mitteln geschaffen wird, dass in Geoinformatik mit einem 3D-Modell geschaffen wird, ist in 10 Jahren klar. Aber trotzdem ist es spannend, ja, wie wir den Weg machen und wie wir sehen, dass etwas passiert. Ja, ich habe vorhin gesagt, mein Kopf ist voll, aber gut voll, das ist positiv gemeint. Ja, ja, tatsächlich, ich sehe ohne Entwicklung. Ja, okay. Ihr wisst, ich bin der Außenstehende, ich bin nie in diesen Themen tiefer Materie drin, das sind Fachleute, die das sind. Ich habe das von letztes Jahr zu diesem Jahr können beobachten. Ich habe selber Entwicklung gemacht, ich habe viel mehr Wissen schlichtweg, um welche Themen es geht. Aber ich muss auch sagen, es ist für mich auch letztes Jahr Wagen gewesen. Man hat so 2-3 Schlagwörter immer wieder gehört. Wir haben heute mal Smart City, jetzt haben wir jetzt auch schon gehört. Jetzt müssen wir mal schauen, was beinhaltet das alles. Ja. Und es hat mich auch das Jahr konkreter gedacht. Man hat viel mehr in Seitenzweige rein können, um was geht es. Und zwar auf eine Art, dass das selbst ich verstanden habe. Das ist auch immer gut, weil ich bin quasi der Bürger, der von nichts Ahnung hat und gerne an Bord geholt werden.
arbeiten. Und das ist wahrscheinlich schon wichtig. Und du hast vorhin gesagt, du siehst die Entwicklung auch eben bei Projekten, die am Laufen sind, letztes Jahr noch nicht. Wie sieht es auf der Bürgerseite aus? Hat man so das Gefühl, dass der Bürger das auch greift und sich mehr mit diesem Thema auseinandersetzt? Also, ihr habt ja etwas angesprochen, was eine Realität ist. Wir leben in digitaler Gesellschaft. Und niemand kann sich dem entziehen, schon gar nicht, wenn wir jetzt auch noch mit Zertifikaten umrennen, wo man Alpop muss beweisen, wer man ist. Auch das Gefühl kennen wir ja noch nicht. Ich meine, das ist etwas zum Reinwachsen. Aber insgesamt stelle ich auch eine gewisse Fröhlichkeit, Gelassenheit fest, wenn es ums Alltägliche geht. Und das ist ja mal schon eine tolle Ausgangslage. Im Alltäglichen sind wir, glaube ich, alle bereit, weil es uns ja etwas nützt. Das Nützliche, das Hilfreiche, das Gebige, das, wo man ein bisschen froh ist, wenn man ein bisschen weniger davon muss sich damit befassen. Ich glaube, das hat unser Leben erdrungen. Und das weiss man ja aufgrund von Studien. Das geht bis ins Hochalter rein übrigens. Oder? Also nur die Hochbetagten erreichen wir nicht mit so Instrumenten. Und alle anderen haben irgendeinen natürlichen Bezug. Ich finde, das ist das Wichtigste, weil wir machen ja nur das, was die Bevölkerung unseren Auftrag gibt und wo das Vertrauen hergeht. Und meine Rolle ist ja nicht die vom Fachexperten, ich gehe nicht in die Tiefe, das ist gar nicht mein Thema. Mein Thema ist eigentlich, zu erzählen, von hinten vorne, also vom Nutzen her zu erzählen, dass es sich lohnt, alle uns zur Verfügung stehenden Werkzeuge, Instrumente einzusetzen, dass wir als Stadt weiterkommen. Und das orientiert sich am Interesse der Bevölkerung. Und zwar auch deren, die nicht mitmacht. Das sind oft auch Leute, die vielleicht am Rand sind, die Möglichkeiten nicht haben, die unsere Sprache nicht kennen, die vielleicht auch ein gewisses erzogenes Kritikum haben gegenüber dem Staat. Aber wir gehen eigentlich weiter her, dass wir auch die Wirtschaft mitnehmen können in diese Richtung. Und ich habe das Gefühl, da sind wir einfach ganz am anderen Ort. Also ich finde ja, aber auch wegen einer gewissen Natürlichkeit vom Umgang. Ich finde, ja, es ist schon besser geteilt. Und ich finde so Themen wie Base for Kids, Themen wie wir heute haben, rund um die Medien, wo ja ein bisschen euer Business ist, wo, wenn auf einmal irgendwie grosse Papierzeitungen sich zusammenlegen, Online-Formate stärker werden, wenn ganz viele News über mehr oder weniger dubiose Formate verbreitet werden, das betrifft uns alle in unserem Leben alltäglich. Und wenn ich schaue, was heute diskutiert worden ist und wo mit Fragen gestellt worden sind, dann kann ich sagen, also das ist fantastisch. Das ist die Basis und auf der wollen wir weitergehen. Es ist auch ein bisschen Erwartungsmanagement, muss ich auch noch sagen, oder? Wenn wir natürlich diese Themen anschneiden und sagen, wir nehmen es auf die Agenda, dann lassen wir uns letztlich ja daran messen, dass wir es ernst noch weitertreiben. Und ich glaube, darum gibt es so ein System in der Schweiz, das nennt sich Behörden und Demokratie, und ich glaube, das gehört zu so einem Tag. Jedes Thema war spannend und wichtig auf dieser Agenda. Wie gesagt, es waren über 60 Programmpunkte, die besprochen wurden. Trotzdem, wenn du jetzt klassisch nach Highlights fragen, kannst du gleich etwas in die Runde werfen, ohne das, was du nicht erwähnst, jetzt in Sinn und Zweck zu schmälern. Ja, ich glaube, es gibt so Hauptthemenblöcke, die einfach sehr wichtig sind und sicher relevant sind. Und ein Thema hast du schon angeschnitten. Nein, du, Brian, hast du gesehen. Rund um die zentrale Frage, wie ist eigentlich das Zusammenspiel zwischen den Städten, die eindeutig Motoren sind, die Geld investieren, die mit der Bevölkerung oder einer fordernden Politik vorab gehen, und dem Kanton Bern, der gleichzeitig 350 Gemeinden muss bedienen, von Finsterhennen bis auf Bern. Wie geht das, dass wir nicht einander ausbremsen? Und das ist eine zentrale Frage, bis zum Preis, den man verliehen hat, ein junger Gil, der sagt, es ist nicht zu studieren, warum ich nicht eine Bern-App habe, wo ich darüber alles abwickeln kann, wie ich das bei jedem anderen auch kann. Und da muss ich sagen, es gibt wirklich einen Grund, und das erzähle ich zum Glück schon ein bisschen, es gibt wirklich einen Grund. Und das liegt nicht, wenn wir sagen, ja, wir schauen jetzt mal, sondern jetzt fordern wir das ein. Und das ist etwas, was ich mitgenommen habe. Ich glaube, heute ist die Zeit reif. Auch jetzt ist ja noch, ich sage jetzt die Elefantenrunde, auch noch mit dem Herrn Schneck und dem Stadtpräsidenten, da wird das auch das Thema sein. Wir müssen vorwärts gehen, jetzt braucht es den Schritt, um gemeinsam die Standards herzubringen. Und sonst ist alles, was wir da im Postulat aufgeschrieben haben, geredet haben, das können wir gleich mit meinen Feuer verbrennen, wir bringen es nicht her. Also es braucht jetzt den Schritt, um gemeinsam die Grundlagen zu fixieren. Das sind nicht viele Punkte, kann dagegen noch jeder machen, was er will. Also, das war so wirklich ein Schwerpunkt gewesen. Und dann gibt es viele Themen, die die Leute berühren. Medien, Sicherheit, also Datensicherheit. Wir hatten coole Blöcke zum Thema so Cyber Security, wo das totales Thema ist, völlig an uns vorbeigegangen. Wir finden auch, ja, irgendwie ein Virenscanner,
Finde die Öffentlichkeit nicht statt. Aber ein unglaubliches Risiko ist, das total gut aufgelegt ist. Wir hatten Themen aus dem Alltag, jetzt städtisch, Space for Kids, eigenes Bildungssystem. Bisher zu einem grossen Thema Blockmobilität. Also ich habe das Gefühl, wir haben alle wichtigen Lebensthemen drin gehabt und müssen jetzt mit denen uns auseinandersetzen. Also das sind Highlights und ich muss auch sagen, der Publikumspreis, den wir ja vergeben, das ist auch ein grosses Highlight, weil dort siehst du ja, wie die Leute mitmachen, das Fakt. Bevor ich zu dir komme, Brian, ich sage, hier haben wir eine Frage. Wenn das Bürgerinnen und Bürger gefragt werden, was sie für digitale Leistungen erwarten, bevor man Luftschlösser baut aus dem Kopf von Experten. Egal, was du jetzt auf die Frage sagst, ich glaube, das ist ja, vielleicht auch so ein bisschen die Widerspiegelung von dem, wo vielleicht ein paar das Gefühl haben, ich bin noch nicht genug abgeholt, da wird über etwas gefachsimpelt, wo ich keine Ahnung habe, wo ich vom Wortlaut nicht einmal begreife und das soll es ja nicht sein. Mhm. Also ich glaube, das ist auch eine berechtigte Frage, warum sind wir überhaupt so aufgestellt, wie wir heute sind. Weil das allermeiste von dem, was Bürokratie herbringt, ist mal erfunden worden im Studierzimmer. Das sind die Realitäten und ich kann sagen, in ganz vielen von unseren Aufgabenbereichen findet das zum Glück eben statt. Das nennt man dann auch bei den Fachleuten, ist das so Human-Centered Design, oder? Man sagt, jetzt müsst ihr die Menschen ins Zentrum stellen. Aber ich glaube, in ganz vielen Bereichen ist das Alltäglichkeit. Ich fange mal an bei Entsorgung und Recycling, wo man einen grossen Versuch hat gemacht mit einem grossen Bevölkerungsteil zu dem Farbsack-Trennsystem. Das ist einfach ein Beispiel, um zu zeigen, wie man in den Alltag hineingeht, Fragen stellt, mit auf die Reise nimmt, das auswertet und am Schluss umsetzt in das System. Das heisst natürlich nicht, dass alle das gleich gut finden, aber das ist ein exemplarisches Beispiel, für die ganze Basisinfrastruktur zu gehen. Anderes Thema ist sehr viel im Bereich Planen, alles, was dort läuft. Da gibt es ja in der Stadt Bern sehr ausgeprägte Beteiligung und so weiter. Aber selbstverständlich, in voller Breite gibt es so eine Umfrage nicht. Aber das ist der Weg, wenn man die Produkte über die Zeit, die wir erbringen, eben hinterfragt, dann führt das keinen Weg daran vorbei, ganz einen engen Dialog zu führen mit der Bevölkerung. Bevor ich noch weitere Zuschauerfragen reinnehme, kann ich schnell zum Brian und frage nochmal so ein bisschen deine Highlights durch den Tag. Wir haben vorhin ein bisschen von Stimmung gehabt, von der Euphorie, die da ist und das, was du ein bisschen anders hast empfunden. Jetzt werden gleich so ein paar inhaltliche Punkte mystisch rausheben. Was wäre es? Wir haben es gehört, Man muss unter einem Dach irgendwo zusammenbringen, egal auf welcher Ebene. Es kann nicht sein, dass ich vier Apps brauche, sondern ich brauche schlussendlich genau eins. Ist das das saubere Wort vor allem, oder hast du noch andere Sachen rausgehört? Ich habe vor allem, was mich berührt hat oder was ich spannend gefunden habe, ist eben, auf das zu antworten, was Jonathan gesagt hat, mit dem Stadt und Land. Ich werde es nicht Graben nennen, weil ich finde, das wird bemüht von gewissen Exponenten in unserem Land. Ja. Ich finde das nicht richtig. Aber ja, trotzdem mit jemandem geredet, der eigentlich ganz klar vom Land kommt und der in der Landwirtschaft tätig ist, nämlich mit dem Jürg Guckisberg, der Geschäftsführer ist von Barto. Das ist eine Firma, die eine App herstellt für Bauern und Bäuerinnen, also für Bäuerinnen und Bauern, die hilft, effizienter zu werden auf diesem wichtigen Beruf. Oder? Sehr spannend, wo der App anzeigt, wenn muss jetzt die Kuh befruchtet werden oder wenn Kalben sind. Also, klingt ja banal, aber was man da für Kosten spart damit? Oder wie läuft es mit dem Dünger? Oder Sachen wie der Traktor hat ein GPS und durch das verbrennt er einfach weniger Kraftstoff, weil er sehr auf einen Millimeter genau auf dem Feld, musst du dir vorstellen, fliegt. Also das ist das, was ich meine, das Konkrete. Oder? No. Ich finde schon, das mit den Luftschlössern, von dem anonymen User oder Userin, die sich gemeldet hat, kann ich grundsätzlich verstehen, aber ich finde auch, dass aus diesen Luftschlössern etwas werden kann. Und ich finde, dieses Jahr habe ich viel konkreter können mit Anwendungsbeispielen auch versuchen, das den Leuten überzubringen, ja, was es eben gibt. Also Landwirtschaft, Base for Kids, habe ich reden, wo auch ein Beispiel ist, wo es nicht immer nur gut muss laufen muss. Und das ist ja auch normal. Also es gibt Base for Kids, wo du musst etwas, das über Jahrhunderte analog läuft, nämlich der Lehrplan oder das Schulzimmer, das du musst digitalisieren innerhalb von wenigen Jahren, dass das nicht so geht, ist völlig klar. Und ich glaube, dort muss man Sensibilität aufbauen. Und das ist spannend gewesen, das Gespräch, wo wir führen konnten, wo du dann siehst, hey, vielleicht haben wir zu viel wollen, vielleicht will man manchmal auch zu viel. Und das ist auch etwas, wo ich merke, wo
aus der Bevölkerung, glaube ich, zurückkommt. Der digitale Weg ist der richtige und der kommt. Aber so wie in den letzten, keine Ahnung, vielleicht 10 Jahren, wo alle Digitalisierung herumgeschraubt haben und alle haben gesagt, jetzt verändert sich die Welt von 0 auf 100. So ist es nicht. Aber sie verändert sich kontinuierlich und sie wird effizienter durch die Digitalisierung, ohne dass zum Beispiel Ängste, das war auch ein Thema, das ich in einem Gespräch hatte, die Ängste, die es hat am Anfang gab, Digitalisierung, ich habe keinen Job mehr. Das stimmt nicht. Oder das, was man beim einspart bei Digitalisierung, kann man dann nutzen, für einen Job zu entwickeln oder für einen sinnvolleren Job zu machen, was den Leuten dann wiederum besser geht. Und das finde ich spannend und das ist ganz, ganz wichtig, wo man mitnehmen muss, dass Digitalisierung, wenn man es richtig macht, niemandem etwas wegnimmt, sondern vor allem kann geben. Ja. Und wie du vorhin gesagt hast, Digitalisierung wird dann für viele fassbar, wenn es eben in eine konkrete Umsetzung geht, wo sie wissen, jetzt bin ich hier mit diesem Tool oder mit dieser Anwendung beschäftigt. Ich darf inzwischen Miriam Gantet herzlich begrüßen bei uns in diesem Kellerstudio. Und sie hat einen Marathontag hinter sich moderativ im Festsaal oben. Miriam, wie ist dir gegangen? Was nimmst du als erstes so für ein Gefühl mit? Du kommst jetzt, glaube ich, von der Elefantenrunde oben ab. Hier Alain Schneck, Alec Fograffried, Alain Tret, habe ich vorhin gesehen, Flavia Wasserfall. Ich glaube, das war die Runde. Genau. Schlussrunde. Hau jetzt noch ein bisschen nach. Ich glaube, der ganze Tag zeigt mir auf, eigentlich wissen ja alle, was die Themen sind. Alle wissen, woran wir sind, was wir machen müssten. Aber es ist halt einfach komplex, oder? Es wäre schön, wenn die Welt einfach wäre. Es wäre schön, wenn es einfach schwarz-weiß wäre. Man muss jetzt X machen und dann sind alle Probleme gelöst. Aber so ist es halt nicht. Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern zu jeder Lösung gibt es halt auch ein kleines Aber, gibt es halt eine Überschneidung, gibt es ein Problem, gibt es einen Grund, wieso man vielleicht noch nicht dort ist. Mhm. Und das ist wirklich das, was ich aus dem Tag mitnehme. Ich habe von niemandem was gehört, wo ich mir gedacht habe, auf welchem Planet sind denn die? Sondern die sind alle, die wissen schon, worum es geht, aber ja, die Lösung, es wäre schön, wenn es einfach wäre. Trotzdem sieht Jonathan zum Beispiel, nein, eigentlich wir alle, mit der Veränderung vom letzten Jahr zu diesem Jahr, dass doch einiges im Tun ist, dass Sachen, die wir letztes Jahr noch besprochen haben, jetzt in der konkreteren Version zwar immer noch besprochen wird, vielleicht, aber trotzdem schon auf dem Weg sind. Stellst du das gar nicht fest, aber schon, aber einfach noch nicht mit dem Volltempo? Mal, aber wir haben viel darüber geredet, ich glaube heute Morgen im Thema digitale Verwaltung, jetzt auch mit unserer Elefantenrunde. Ja, viel ist halt die Grundlagenarbeit, die im Hintergrund gemacht werden muss, wenn es zum Beispiel eben um Daten geht. Und das Gleiche in der Medizin, so viel hat damit zu tun, was sind überhaupt die Daten, die wir haben, mit denen wir arbeiten können, in welcher Qualität sind die zur Verfügung, welche rechtlichen Grundlagen braucht es dafür. Und das sind Themen, die am Tun sind, da ist viel am Tun, aber eben, also... Es braucht viel Hirnschmalz, um es zu lösen. Ich möchte es auf mein Media überbrechen als Filmemacher. Wir investieren 3-4 Jahre in eine Vorproduktion von einem Film. Ja. Da sieht man nichts, gehört nichts, das ist ganz mühsam, dass sich ganz viele Leute daran beteiligt, hunderte von Personen. Schlussendlich hat man 30 Tage daran gearbeitet, zack, und dann ist der Film endlich da und er läuft. Das ist in etwa wahrscheinlich gar nicht so schlecht vergleichbar. Ja, und ich finde auch, letztes Jahr waren es viele Teaser, die wir hier schauen durften. Und dieses Jahr habe ich auch schon einige Filme geschaut. Und das ist halt schon ein Unterschied. Du hast mir ja die Inspiration gegeben. Ich eigentlich wollte davor reden, dass letztes Jahr viele PowerPoint-Präsentationen da waren und diesmal viele Produkte. Und das ist, finde ich, schon anders. Ich weiß genau, was du meinst. Aber dort würde ich wirklich sagen, dass es Probleme gibt, ist ja richtig. Und früher hat man immer davon geredet, es gibt keine Probleme mit der Digitalisierung. Ja. Das ist Kabis. Das stimmt einfach nicht. Aber Digitalisierung löst viele Probleme und durch das gibt es auch Probleme, klar, aber die kann man lösen und das ist ein normaler Prozess, wie es schon immer war, in der Entwicklung von unserer Gesellschaft. Insofern bin ich der Meinung, es geht klar vorwärts und das spürt man. Statt, du hast ja nebenbei heute sogar noch einen Preis gewonnen. Das ist noch lustig, oder? Die Euphorie, die ihr habt als Moderierende, da nimmt euch wahnsinnig Freude, wenn ihr auch die Veränderung feststellt. Ich werde schon noch einmal zurückkommen auf die Frage von den Luftschlössern, das fand ich wahnsinnig gut. Weil ich würde jetzt in Anspruch nehmen, unsere Verwaltung, so wie sie ist, gegeben oder gewachsen ist, die hat eine grosse Sensibilität, naturgemäß für den Puls der Bevölkerung zu sein. Und da kann ich einfach sagen, wir bekommen sehr viele Rückmeldungen, wir haben auch viele Fragestellungen gehabt. Und die sind nicht in Richtung, der hat nicht völlig vergaloppiert, sondern eher in Richtung auch ein bisschen Tempo, Fragen von Fundierung. Und gleich dünkt es mir, ich werde wirklich an dem messen, dass alle in allen Dienstleistungsbereichen wirklich der Blick von uns hineingeschaut wird. Oder? Und das ist
Im Alltag will niemand zu uns kommen, zur Verwaltung, und sagen, hey, mir ist langweilig, was bietet ihr mir heute an? Da muss man ein bisschen aufpassen. Oder? Ganz vieles, was wir machen, ist Grundversorgung. Und wenn ihr am Morgen in die Stadt kommt, ist sie super geputzt. Und das ist das, was die Erwartung ist. Und am Abend soll sie sicher sein und unsere Bildung soll top sein. Und wenn ich bauen will, soll das zack gehen. Und wenn ich ein Business habe, dann soll ich nicht gehemmt werden. Und wenn ich rausstuhlen will, ich kann rausstuhlen. Das ist unsere Bedingung, oder? Dass wir in einem rechtlichen Rahmen, wo alle gleich behandelt werden, oder die Rechte so weit gehen, bis wir andere betreffen, dass wir dort einen Top-Job herbringen. Und der Unterschied ist der Service. Mhm. Oder? Ich meine, das Gesetz ist für alle Städte. Und der Service muss ein anderer sein. Und an dem müssen wir es messen. Und Nachfrage bestimmt auch, welche, dass man vielleicht vorantreiben kann. Und wir haben Massengeschäfte, wir haben Millionen von Klicks auf unserer Webseite, wir wissen genau, oder? Alles rund um Bildung beispielsweise sind so Top-Themen, wo man auch maximale Erwartungen hat. Und wenn es nicht läuft, dann erfahren wir das sofort mit einem super aktiven Parlament. Das hilft einfach, oder? Wir sind wirklich in einer demokratisch hoch engagierten Stadt und da kommt das zusammen. Und jemand hat ja noch geschrieben, und das finde ich wichtig, wo fängt der Wandel an, oder? Und der Wandel hat das heute viel beleuchtet. Ich weiß nicht ganz so entspannt. Digitalisierung bringt auch für Jobs Gefahren. Die fängt an, eindeutig in der Verwaltung selber, oder? Weil digitaler Wandel heisst auch, dass die 4.500-5.000 Leute von Stadt selber müssen Teil sein von diesem Prozess. Und sonst ist das alles ein Papierflieger, kein Luftschloss, sondern ein klassischer Papierflieger, der nicht funktioniert. Also es kommt von innen raus und die Kolleginnen und Kollegen, die morgen früh, wenn viele von uns alle noch schlafen, die Stadt putzen, die wissen genau, ich meine, es gibt hier Reinigungsroboter und auch für die braucht es eine Antwort, wie sieht ihre Perspektive aus. Ich finde, wir als Stadt Bern, und das ist jetzt eine Hausaufgabe, oder, wir haben dort zu leisten, das ist der zentrale Teil der Digitalstrategie, dass wir eine Modernisierung erleben als Verwaltung selber. Und dann, und da bin ich dann auch verstanden mit der Publikumsfrage, dann haben wir auch zu Recht können wir sagen, ja, jetzt gehen wir auch voraus. Und so Preise, wie wir jetzt heute bekommen haben, können wie Ansporn sein. Wenn man genau schaut, ist das eine Website-Analyse. Das heisst nichts zur Qualität, wie wir in Bern leben, oder? Aber es heisst, wie dass wir vorwärts gehen können. Und das finde ich, das hat es heute wirklich gezeigt. Und wenn auch die Leute von heute, die sich so engagiert haben, auch mithelfen, dann ist das ein Riesenpotenzial. Aber die Zuschauerfrage, die wir hier haben, geht das Thema. Man muss sich die Verwaltung nicht zuerst selber reformieren, bevor sie mit dem digitalen Wandel kann voranschreiten oder auch vorleben. Sieht man es aber richtig, weil, so wie ich es gerade rausgehört habe, sehen wir ja viel, oder sieht der Bürger oder Bürgerin vieles ja auch gar nicht, was bereits passiert. Ich glaube, wir hatten gerade auch die gleiche Diskussion oben im Politik. Bereiche. Ja. Auch die Politik muss sich selber erstmal reformieren, bevor sie das nach außen hin machen kann. Und ja, vieles sieht man nicht. Und dann das Zweite, Jonathan, du hast es schon angesprochen, eigentlich eine Verwaltung ist ein bisschen wie eine Versicherung. Man will eigentlich lieber nicht damit zu tun haben. Und wenn man damit zu tun hat, soll es so schmerzfrei wie möglich sein. Ja. Also es kann auch nicht, eine Verwaltung hat den Nachteil, sie kann einem nicht ein positives Erlebnis bieten, außer dass sie einen möglichst wenig stört. Je weniger sie da ist, desto besser. Aber guter Service, das ist positiv, Beziehungsweise, das ist ja das Gute, oder? Irgendwann ist es, soll ihm das ja gar nicht auffallen, das gute Service ist. Es fällt dem ja im Moment auf, dass es, wenn es gut ist, weil es sich schlecht gewandelt ist. Zum Teil auch. Also jetzt nicht von Stadt Bern per se, aber ich glaube, das ist das, was Miriam meint, oder? Auch da gibt es ein bisschen unterschiedliche Sicht, oder? Weil die Stadt Bern hat 185.000 Arbeitsplätze. Also jeden Tag, also Corona-freie Zeiten, wohl verstanden, früher mal, hat es wahnsinnig viele Arbeitstätige, die wohnen irgendwo. Wir haben jeden Tag 100.000 Schülerinnen und Schüler. Also es geht hier nicht um Bern nur für die niedergelassene Bevölkerung. Bern ist ein Hotspot von Begegnungen. Darum reden wir hier vom Lebensraum. Und darum gibt es so drei Ebenen. Es gibt einen Teil, den ich selber merke. Das ist alles, was papierfrei, rund um die Uhr, widerstandsfrei, gebig, möglichst wenig mit der Verwaltung. Es geht einfach bis hin zu, ich brauche etwas von der Stadt wie einen Kindertagesplatz. Da spielt es eine Rolle, ob ich 100 Formulare muss ausfüllen, 10 Stunden an einem Schalter anstehen, der vielleicht gar nicht offen hat. Ich muss mich darauf verlassen. Ich habe einen Anspruch auf einen Platz. Ich kann den ausfüllen, dass ich es verstehe. Und wenn ich es nicht verstehe, hilft mir jemand freundlich, ohne dass er nervt. Effizient. Und das ist alles auf mir und das ist das, was ich spüre. Das ist eine Ebene. Aber wir erwarten eben, dass so das System funktioniert. Und da sind wir auch extrem gefordert,
weil einfach die Ressourcen knapp werden und wir ja zu unserer Welt schauen wollen, dass wir das schlecht besser machen. Das wird hoffentlich niemand spüren. Oder? Ich meine, wenn wir weniger Aufwand brauchen, um das umzufahren, wenn wir viel gescheiter gehen, eben den Köder leeren, dass man das geräuschlos, energiefrei fast macht, das spürt niemand, außer dass wir weniger Energie verbrauchen. Und das ist wie ein anderer Teil, wo halt unser Staatswesen einen wichtigen Job hat. Und dann gibt es das Dritte, und das muss ich einfach auch betonen, es gibt Sachen, die mehr angehen als Mensch, der hier lebt. Und da muss ich einfach viel besser mitwirken. Und das ist eine hohe Ambition. Es reicht nicht, wenn wir Quartierpartizipation haben oder können Abstimmungen wählen. Es gibt einfach Themen, wo ich gerne etwas dazu sagen möchte. Und für das haben wir heute eine Plattform. Und da finde ich wirklich, wenn wir einen nächsten Digitaltag haben, möchte ich so Geschichten wie aufnehmen und sagen, aus Sicht der Bevölkerung, was erlebe ich jetzt, wie sehe ich auf die Stadt und wie wünsche ich mir das, genau für das wir dort weiterfahren können, ganz nach. Weil es gibt ja auch Stimmen, die jetzt nie hier schreiben können, weil sie eben gar keinen Zugang haben. Und dann hocken wir die tamilische Tanzgruppe rein und fragen, wie nehmt ihr die Stadt wahr? Und dann können wir dann weiter diskutieren. Also, das ist wirklich eine Challenge. Und wenn wir den Digitaltag durchführen, dann freue ich mich über alle Kritik und auch die Challenge, die wir haben, verbessert zu werden. Genau darum machen wir es. Öffentliche Kontrolle, Diskussion zu unserer Performance, so soll es sein. Es gibt viel zu tun. Trotzdem sind wir ja offenbar als Stadt Bern nicht schlecht unterwegs. Du hast es vorhin schon angetönt. Wir haben in einem Ranking, oder dir, oder die Stadt, oder wie ich wollte sagen, hat in einem wir Ranking Stadt, gut, das wir als natürlich. Stadt haben super abgeschnitten. Und zwar auf Platz 1 als, sagen Sie richtig, digitalste Stadt oder am besten im digitalen Leben drin. Oder wie kann man das richtig verankern? Du weißt, wie einmal mehr, nicht in dieser Materie, aber ich habe gehört, das sind ganz super. Ja, also das ist eine Analyse von Webseiten, die ja wie ein Einfallstor ist. Das stimmt. Wir haben pro Woche unglaublich viele Klicks auf so einer Webseite drauf. Das, wie findet man sich zurecht? Sie haben geschaut, wie ist das mit der Vielsprachigkeit? Ist eine leichte Sprache gebraucht? Gibt es Durchlässigkeit? Also kann ich digital zahlen mit Twint und anderen so Formaten? Und da kann man sicher sagen, wir hatten ja nie die Ambition, technologisch die super Show zu machen und die Ersten sind, die Blockchain einführen und all die technologischen Gadgets, sondern wir sind geprägt durch eine extrem menschorientierte Politik. Das heisst, Inklusion ist das Maß der Dinge. Einfache Sprache, Gebärdenvideos, Erklärung zu Abstimmungen und Wahlen in einfachen Videos. Die werden mit dem Handy gedreht, ohne Riesenplot, oder? Und so weiter. Und das zeichnet unsere Webseite aus. Und das ist jetzt gross anerkannt worden. Auch unser Eintrittsportal mit sehr vielen Fremdsprachen, wo einfach so das Wichtigste erklärt wird. Und das ist nicht der Verdienst von ein paar wenigen, sondern von breiten Verwaltungen, die all die Inhalte geliefert haben. Und die Bereitschaft, den Aufwand in Kauf zu nehmen. Eine Politik, die das immer wieder einfordert. Also das ist wirklich das, was heute ausgezeichnet worden ist. Und man muss sagen, das machen die anderen Städte auch. Die sind alle auch gut geratet, das ist mir auch wichtig zu sagen. Und das ist einfach ein riesen Ansporn, auch der Weg von Inklusion, oder von feinen, einfachen Erklärungen, mit Beispiel eben zu gehen, dass wir möglichst viel teilhaben können. Und auch da wiederum der Sprung in die Verwaltung. Das sind nicht ein paar wenige, das sind nicht Papier, das sind nicht Flüge, das sind die Menschen, die das machen. Also, es kommt von der Verwaltung raus. Und das Grösste von diesen Transformationsprojekten, die kommen, heisst bei uns wirklich Modernisierung im Personalwesen, wo ganz viel betriebliche Bildung soll stattfinden. Heute war das übrigens auch ein Block, mehrere, was dort zu Wesen ist. Und was sind das schon für die digitalen Kompetenzen? Das ist eine wichtige Frage. Da könnte man jetzt meinen, ja, Tech. Stimmt, ich muss auch anwenden können. Das ist ein wichtiger Teil, aber es geht auch ganz fest darum, wie kann ich eben die Interaktion moderieren, das heisst Empathie. Das sind all die Fragen, wie geht es dir jetzt mit dem? Wie verstehst du mich, sich in andere Menschen hineinverdenken? Als Prinzip, Empathie, als Trigger. Und noch das Letzte, Selbstidentität. Wie gehe ich selber mit dem um? Lasse ich mich jetzt von dem verfolgen? Muss ich jetzt Angst haben davon? Kann ich auch eine Ressource drin haben? Und wir merken also, die digitalen Skills, die sind schon offen stehen, Technologie können mitmachen. Aber ganz vieles ist ganz nach dem Mensch, sich selber gut reflektieren und das können ganz nachgehen. Und ich meine, all unsere Leute, warum arbeiten sie bei der Stadt? Genau wegen dem, weil sie für die Bevölkerung so unterwegs sind. Und da stimmt mir natürlich äußerst zuversichtlich, dass wir den Weg, den wir jetzt hier haben, können anstossen, dass wir den auch so weitergehen können. Ich höre, du hast unser Podium verfolgt über die Digitalen. Ja, ich bin natürlich.
Ich habe drei Computer, ich kann alles hören. Und gleichzeitig muss ich noch sagen, ich habe ein sehr spannendes Gespräch gehabt über, ja, über eben die Wirkung vielleicht von nicht idealen Wirkungen von Digitalisierung, nämlich über Burnout und andere Probleme, die das mit sich bringen kann. Mit dem Andy Zemp, den ich auch sehr spannend fand, der sicher auch ein Highlight war für mich. Hat zum Beispiel nicht gewusst, dass die Stadt so etwas anbietet, dass man sich dort gratis beraten oder coachen kann. Ganz etwas Wichtiges finde ich. Insofern ist es schon nicht so, dass wir nur über die positiven Aspekte reden. Digitalisierung hat durchaus bringt sie auch Probleme mit oder Ängste mit. Ja. Aber man muss denen begegnen. Und bei dir war das Thema. Wir haben leider glaube ich, alle drei nur unsere eigenen Programmpunkte konsumieren können. Das ist einfach in der Sache der Dinge. Aber ich muss dann nachschauen, in dem Fall. Aber, genau. Ja. Auch bei uns ging es eigentlich darum, dass eben die digitalen Skills, es geht eben nicht darum, dass man programmieren kann, sondern vor allem auch, wie geht man damit um, damit man eben nicht morgens um 4 seine Mails beantwortet. Ich war. Ja. Abgrenzung ist ein wichtiges Thema. Abgrenzen. Liebe Leute, merci für die Runde. Auch wenn wir jetzt hier in der trauten Umgebung sind, muss ich trotzdem auf die Zeit schauen. Es ist immer noch nach Programm, wie es läuft. Und leider sind wir am Ende von diesem spannenden Tag. Es ist noch ein Programmpunkt offen. Aber insofern bedanke ich mich Jonathan Gimmel für seine Ausführungen und merci Miriam Gantert und Brenn Ruchti, meine Moderationskollegen, die heute einmal mehr alles gegeben haben. Ich glaube, wir haben alle ganz viele Eindrücke können sammeln. Und damit sage ich merci vielmals aus dem Kellerstudio vom Berner Digitaltag, aus live aus dem Erlacherhof. Merci vielmals für zuzuschauen. Ade.